Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Elex. Ach, verdammt, eine neue zum Sprechen. Ich wollte eigentlich ja... Ist das eine Alp? Ich habe noch nie eine weibliche Alp gesehen im Spiel. Hallo? Was will ein Wald von mir? Mich vertreiben? Oder gar töten lassen? Ja. Die Menschen macht mir keine Angst. Ach, schade. Ihr seid die Pest dieses Landes. Was? Obwohl... Irgendetwas ist anders an dir. Tat die dicke Treibst Arme, du dich ey. Öfter unter unseresgleichen herum? Sicher, dass man nicht einfach ein Männermodell genommen hat und da einen Frauenkopf oder sowas in der Richtung wie ein Frauenkopf, es ist ja irgendwie auch nicht eindeutig, aufgesetzt hat. Und über diesen fetten Körperbau, also sehr androgyn, kann man mindestens sagen, ja. Ich war selbst ein Alp. Ich kenne eine Menge Alps. Dachte ich mir. Du siehst auch irgendwie vertrauenswürdig aus. Wir können mehr Menschen gebrauchen, die für uns sprechen. Tja. Selbst wenn sie die niedrigere Lebensform sind. Hey. So brauchen wir sie doch zum Überleben. Jetzt habe ich mich aber quasi... Mögen deine Entscheidungen logisch sein. Danke, Spock. Tja, okay. Das hat mich quasi nicht als Alp geoutet. Aber das ist meine... Zum einen interessant, weil ich es halt jetzt so mehr oder weniger für mich entschieden habe, was ich auch gut finde, weil ich nicht vorhabe, persönlich in Alp noch zu bleiben. Da habe ich zu viel Schlechtes gehört, das muss nicht sein. Auch wenn jetzt diese... Da drin war jetzt ein... Aha. Wenn jetzt diese neutralen Alp so mehr oder weniger ja schon eine andere Hausnummer sind irgendwie, aber... Nun ja. Aber irgendwie auch fast schon wieder doof, ist hier kein Licht... Weil vielleicht mich später dann irgendwie der Lüge bezichtigen wird und keine Ahnung, das kann ja auch alles sein nach. Aber ist nicht so schlimm. Damit werde ich wahrscheinlich klarkommen. So, ich wollte ja eigentlich raus. Vor die Tore dieser Stadt. Um die Troller zu treffen, die ich quasi rekrutieren vor allem möchte. Aber ich laufe doch nochmal kurz hier rum und gucke mich um. Und finde vielleicht doch noch einen oder anderen Gesprächstypi. Ist das eine Bodenluke, die ich nicht aufkriege? Ja, scheint so. Aber irgendwie war es das schon wieder mit dem Lager der Alps, ne? Hier ist gerade gar nichts los. Also irgendwie sind zwei, drei Alps in dieser neutralen Stadt und das kann man kaum eine Gemeinschaft nennen. Und hier ist Schluss. Einfach so. Da brennt was. Ach so, das ist da vorne nicht da drin. Ah, ist das in Ordnung. Du hast recht, du Rass. Horik! Hey, du bist doch neu in der Stadt, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ich bin gerade erst angekommen. Dachte ich mir. Ich hab dich durch das Tor kommen sehen. Ich muss dich was fragen. Wie hat er das gemacht? Jetzt kommst du anders. Ob du zufällig in letzter Zeit mal in Edan warst, in der Berserkerstadt Goliath, um genau zu sein. Zufälligerweise. Ich werde wohl nie wieder dorthin zurückkehren können. Aber ein guter Freund von mir ist noch da. Na? Wer ist dein Freund? Vielleicht bin ich ihm begegnet. Sein Name ist Kral. Er war damals eine Wache beim Mana-Schrein. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Er hat immer gehofft, eines Tages seinen Bruder Grima aus dem Konverter retten zu können. Kennst du ihn zufällig? Oder war das der... Er ist tot? Ja, stimmt das? Ich war auch nie in Goliath. Ja, dann stimmt das wahrscheinlich. Ja, dann erklärt es aber auch, warum ich den Namen nicht mehr zuordnen kann, weil wenn es eine Leiche ist, dann naja, ne? Ich bin Kral begegnet. Er ist tot. Wirklich? Das ist die schlimmste Nachricht seit langem. Ich war sogar schon drauf und dran, nach Goliath zu gehen und ihn dort wegzuholen. Irgendwie habe ich geahnt, dass sowas passiert. Dieses verdammte Land. Es macht mich wütend, dass ich die Kleidung der Berserker trage. Naja, trotzdem danke. Ja, trotzdem danke. Auch schön. Tja, klingt ein bisschen so, als wenn das der gewesen ist, dessen Bruder langsam aber sicher zu Mutanten wurde. Den ich zwar nicht getötet habe und auch nicht tot gesehen habe, aber der ja von dem Typen zu seiner entsprechenden Strafe gebracht werden sollte. Erzähl mir von deinem Leben in Nidan. Was gibt es da schon groß zu erzählen? Weiß ich nicht. Ich habe als Werker am Schlund gearbeitet. Das heißt, ich habe Elex aus alten Maschinen gewonnen. Ich wollte eigentlich immer den Nebelkrähen angehören und mich in der Kunst der Mutationsmagie ausbilden lassen.
aber meine Eltern haben mir das verboten. Ach, auch diese wenn Eltern. Mich das nicht aufgehalten hat, es trotzdem zu versuchen. Tja, und das war dann wohl auch der Grund, warum sie mich verbannt haben. Ich habe mir regelmäßig Mana vom Schrein abgezapft, um selbstständig die Magie zu erlernen. Irgendwann haben sie mich erwischt. Auf dem Weg ins verbotene Tal konnte ich dann fliehen und jetzt bin ich hier. Und das war's. Ende der Geschichte. Nicht besonders spannend, was? Nö, nicht wirklich. Langweilt mich total. Sägerin, bang, bang, bang. Gut, ich würde sagen, ich habe auch Pi mal Daumen so alles Wichtige hier abgegrast in der Stadt soweit. An Leuten zum Quatschen. Wobei, war ich hier schon? Das sieht jetzt wiederum so unbekannt aus. Separatistin, okay. Eine neue Alperin. Sagt man das so, Alperin? Bestimmt. Vergiss es. Was soll ich denn? Brabak. Hey, komm mal her. Bin schon da. Wir beide trinken jetzt einen zusammen. Okay. Was gibt es zu feiern? Den Sieg über die Alps. Oder hast du einen anderen Grund? Denn mir ist jeder Grund recht. Hauptsache, ich kann mir etwas in den Rachen schütten. Toll. Sieg über die Alps? Wovon redest du da? Na, der bevorstehende Sieg. Oder traust du ihn uns nicht zu? Sag jetzt ja nichts Falsches. Wenn du dich betrinkst, wirst du gar nichts gewinnen. Weißt du was? Es reicht. Reiß das Maul auf, wenn man es schließen sollte. Ich bin so kurz davor, es dir zu stopfen. Aber weil du neu bist, gebe ich dir eine letzte Chance. Gibst du Chance. Die nächste Runde aus, bleiben wir gute Freunde. Also, was darf es sein? Fresse dick oder Leberschaden? Naja, Alkohol ist nicht teuer und besser einen die Kumpel haben. Die nächste Runde geht auf mich. Als kein. Gefolgsam wie ein Köter. So hab ich ja, das gern. Ja, war klar, so eine Aussage kommt dann. Warum bist du nicht in Edan bei den anderen Berserkern? Mit denen habe ich nichts mehr gemein. Früher oder später hätten sie mich eh ins Tal verbannt. Aber da bin ich ihnen zuvorgekommen. Du hier toller bist du Hecht, frei du. Von lästigen Gesetzen und du wirst nicht zur Arbeit auf den Setzlingfeldern verdonnert, um Dampf abzulassen. Das kannst du hier viel einfacher haben. Wenn es dich also nach Abwechslung verlangt, krall dir einfach einen der Outlaws in der Kuppelstadt. Ihre Bewaffnung ist erbärmlich und im Kampf Mann gegen Mann ziehen sie immer den Kürzeren. Immer! Frag mal Riley. Der riecht schon, dass er bald fällig ist. Oh, bei Berufsschläger? Warum sollte ich mich mit ihm schlagen? Es ist längst überfällig, dass ihm jemand einen Besuch abstattet. Dieser verlogene Kerl erzählt überall rum, ich hätte mich an einer dieser Ödlandhuren vergriffen. Was er aber verschweigt ist, dass sie sich von jedem hat besteigen lassen. Und als ich meinen Spaß mit ihr wollte, hat sich das Luder geweigert. Also habe ich ihr den hübschen Schädel zertrümmert. Dumm nur, dass sich die Sache rumgesprochen hat. Und die Wachen mich nicht aus den Augen lassen. Wenn aber ein Neuer einen Streit mit ihm anfängt, würde niemand mich im Verdacht haben und ich kriege, was ich will. Mach ihn also fertig und kassiere im Anschluss bei mir den Lohn dafür. Darf ich diese... Das ist ja nicht in Ordnung, das ist ja kein sympathischer Typ. Komm, ich probiere ein bisschen. Dir mangelt es an Respekt. Und dir mangelt es an Verstand. Also verpiss dich aus meiner Sichtlinie oder ich schlage dich zu Brei. Mission Freiheitskämpfer. Du willst nicht zu Verstand kommen, oder? Ich sag dir jetzt mal was. Deine Hure von einer Mutter wird gleich einen Grund zum Trauern haben. Komm her! Ich weiß nicht, ob Alps Mütter haben. Aua. Spinnst wohl. Na komm. Aua. Zack, zack, zack. Du wirst draufgehen. Siehste? Meinst du wirklich? Sei froh, du bist nur bewusstlos. Oh, Vito. Ich habe mich ja lange nicht gesehen. Mafia 2. Lange ist es her. Und nun? Schon gut. Du bist der Stärkere. Ach, sag bloß. Ich hoffe, damit ist die Angelegenheit aus der Welt. Ey, du hast... Also lass mich in Ruhe. Ganz schön Dreck am Stecken. Keule. Kampf 20. Mist. Du hältst ab jetzt besser die Füße still. Ich hab's ja begriffen. Gut. Kannst du das machen noch? Wo hast du Riley das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, kam er in doppelter Ausführung. Ich war zu betrunken, um mich daran zu erinnern, da die Wachen keine Sekunde verschwendet haben, mich von ihm fernzuhalten.
Aber irgendwo unter der Kuppel wird er schon sein und scheißt sich ein. Top. Hau ab. Was so. Kümmert ich meine, die Mission Schläger wurde ja jetzt nicht abgebrochen oder so, oder fehlgeschlagen, ja. Daher. Hey Junge, ist die Kehle trocken oder schmerzen die Füße in den Socken? Haha. Egal was es ist, ich habe, was du brauchst. Ein guter Schluck kuriert alle Sorgen. Was für ein lustiger Mensch. Irgendwelche Neuigkeiten? Seit die Schotten hier dicht sind, kriege ich von draußen nur noch wenig mit. Aber die Zukunft der Kuppelstadt ist wohl eh das einzige Thema, das die Leute interessiert. Jahrelang ging ja alles gut. Aber jetzt brodelt es gewaltig. Ich will nicht sagen, dass es allein die Schuld der Kleriker ist. Denn die Outlaws sind auch keine Unschuldslämmer. Aber trotzdem sollte man sich nicht die Laune vermiesen lassen. Tja, ja. Wie läuft das Geschäft? Jetzt? Wo fast jeder nur noch anschreiben lässt? Beschissen ist untertrieben. Aber solange ich noch Vorräte habe, gebe ich, was ich kann. Ich mache keinen Unterschied, woher jemand kommt. Solange er sich an die Regeln hält. Voll nett von aber dir. Sag mal, willst du nicht zufällig ein bisschen was für die Gemeinschaft tun? Ich würde es begrüßen, wenn du die Nahrung, die du findest, an mich verkaufst. Okay, Überlebenszeit auf dich haben. Die meisten versuchen aus deiner Situation Kapital zu schlagen, richtig? Aller Achtung, du besitzt einen scharfen Verstand. Naja, Überleben 2 halt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man etwas von denen nimmt, die zu viel haben. Aber wenn du diejenigen, die nichts haben, auch noch übers Ohr hauen willst, dann geht mir das gegen den Strich. Aha, aha. Lass uns handeln. So, hast du was Sinnvolles für mich? Schwarze Lederkapuze. Sieht bestimmt toll aus, aber Rüstung minus 3, es ist ja doof. Schützt echt nur vor Regen. Aber schwarz und Leder, also ich hätte das gerne eigentlich für die Optik, aber... Hier. Ich kann ja wirklich jeden Rüstungs... Oh, was? Ich hab's ja geklickt. Jeden Rüstungspunkt gebrauchen. Was soll ich damit? Die Antwort liegt im Untergrund. Wow. Wenn du dich auf die Suche begibst, wirst du früher oder später wissen, was ich meine. Die Luke, die ich gefunden habe. Dieses Geschenk ist eine Prüfung. Bestehst du sie, bekommst du Zutritt zu etwas, das im Verborgenen liegt. Oh, das klingt interessant. Warum machst du so ein Geheimnis daraus? Du wirst es verstehen, wenn du am Ziel bist. Okay. Du sympathisierst mit ihnen? So, so. Mit wem? Ich sympathisiere mit niemandem. Ich mache einfach nur meinen Job. Du überlegst es dir besser noch einmal. Da ist ein Gewehr. Sonst was? Kannst du dir ein sparen. Falsches Wort und die Kleriker schmeißen dich aus der Stadt. Da ist ein Zettel. Hör auf zu schleichen, ich kann dich sehen, Idiot. Kleiner Dieb. Mist. Ja, ich wurde tatsächlich gesehen, offensichtlich. Ich wollte ja nochmal testen, ich will die Suppe haben, wobei ich glaube, ich habe die schon, aber trotzdem. Bin ja schon weg. Outlaw. Berserker. Outlaw. Treppe noch hoch. Ich wollte eigentlich raus und die Quest machen und so, aber... Ach. Ach, weißte. Man kann ja nochmal alles ein bisschen angucken. So sicher ist das nicht. Was denn? Der hat nicht einen Splitter ehrlich verdient. Hat er wohl. Alles nehmen. Mana-Trank. Jawohl. Das habe ich schon einmal gehört. Was ist denn los mit dem? Wie auch immer. Der scheint so erschöpft zu sein. Komische Ecke sind das hier. Der ist wohl ein ganz philosophischer Typ. Da haben wir ein mächtiges Problem. Was ist denn los mit euch? Einer muss den Sauhaufen hier führen. Lange höre ich mir das nicht mehr an. Ja, ich auch nicht. Ich gehe nämlich nach Hause. Ich höre gar nicht mehr zu. Total grandiose Synchronsprecherleistung. Wahnsinn. Total glaubhaft alles. Hat er hier? Irgendeiner? Nee. Die Ratte lasse ich mal leben, nett wie ich bin. Nein, doch nicht. Tut mir leid, aber ich brauche einfach die Erfahrung und das Fleisch, ja. Knochen war es, toll. Wieder ein Lebewesen und sonst getötet. Oh Mann, das Vieh gestern hätte mir fast den Arsch aufgerissen. Ist immer so schade. Alles bloß nimm das nicht persönlich. Namenslose Outlaws hier. Riley, da haben wir noch fix einfach schon so nebenbei. Hey, du.
Hör mal, ich habe ein Angebot für dich. Ich bin auf der Suche nach kaputten Energiewaffen, Kettenschwerter und dergleichen. Hm. Denn seit ich die Wüste verlassen habe, ist es für mich schwer geworden, an das Zeug zu kommen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du etwas findest, bring es zu mir. Ich mache dir gute Preise. Ich soll dich ja verprügeln.